Mein Job, ich bin Schichtmeister in der Aluhaustierfertigung. Also ich meine, anfangen tut mein Job bald in der Früh, bevor die Leute noch da sind und alles, dass ich mir einen Überblick schaffe über das, wie eigentlich die Ausgangssituation in der Produktion ausschaut, wie die Bestände ausschauen und so weiter und so fort. Und dann ist eine Sache, die was alltäglich ist in meinem Job, ist, dass ich mir die Terminsituation anschaue. Also in Wirklichkeit ist es so, ein Schichtmeister hat die Verantwortung über das komplette Personal. Das geht los von der Einstellung vom Personal und alles bis hin, sage ich mal, zum Qualifizieren des Personals, einen richtigen Personaleinsatz, bis hin zu Unterweisungen in puncto Sicherheit, Arbeitssicherheit, was natürlich auch ein Thema ist. Und natürlich, dass wir es schaffen, ich mit meinen Teamleitern und mit dem gesamten Team, dass wir tagtäglich an unseren Zielen, die was wir alljährlich neu bekommen, dass wir diese Ziele erreichen. Leidenschaft ist in meinem Job, wenn ich am Ende des Tages meine oder unsere Ziele in allen Belangen erreichen. Sprich, wir die Produktivität steigern, sprich, wir in der Qualität besser werden, sprich, einen besseren Produktionsservicegrad schaffen und somit dem Endkunden zur richtigen Zeit die Tür schicken, sprich, Ideen von meinen Mitarbeitern kommen und alles zur Verbesserung des täglichen Arbeitslebens, sprich, ich am Ende des Tages Erfolg habe. Durch die Haustüre geht jeden Tag, jeder Besuch, jeden Tag der Eigentümer, und da sind Fehler und Beschädigungen oder sonstiges absolut ein No-Go. Und das ist eigentlich das Markenzeichen eines jeden Hausbesitzers, eine schöne Haustüre mit jedem Pipapo, mit einem Fingerprint, wo ich rein kann, und mit einer Keramik, sage ich mal, Außenseite und so weiter, oder mit Spiegeln und Sondergläsern und in allen Farben und Variationen und Füllungsmodellen ist perfekte Aushängeschild. Nur mal Qualität, Menge, Zielerreichung und allem drum und dran.